Hallo Leute, es ist soweit. Erste Folge von der zweiten Serie Factorio. Oder genauer gesagt Warptorio 2 spielen wir. Ich habe die Settings etwas angepasst, so dass die Aliens, die Alien-Basen nicht ganz so groß sind und nicht ganz so häufig, denn wir werden sowieso früher oder später überrannt. Und was wir hier brauchen, okay. Förderer vor allem. Und der erste Schritt ist, wir brauchen mehr Kohle. Der zweite Schritt ist, wir brauchen Eisen, damit wir mehr Förderer bauen können und dann eventuell irgendwann mal auch ein Labor. Und für Schmelzöfen brauchen wir Stein. Können wir hier hacken. Und falls ihr das Einführungsvideo zu dieser Serie verpasst habt, empfehle ich euch, das nachzuholen. Denn darin erkläre ich euch ein bisschen, worum es in diesem Mod Warptorio geht. Denn es funktioniert ein ganz klein bisschen anders als als das Vanilla-Spiel. Denn wir haben hier so eine Plattform. Und hier oben zusätzliche Informationen, die Zeit, die auf diesem Planeten verstrichen ist, und die Zeit, die wir noch haben, bis wir den Planeten verlassen müssen, denn wir haben ein Experiment gestartet, das nicht so erfolgreich war. Als Konsequenz sind wir hier gestrandet. Und müssen uns hier zurechtfinden. Und zumindest zu Beginn haben wir auf jedem Planeten verweilen wir 20 Minuten, bevor wir vom Planeten rausgesogen werden und auf den nächsten Planeten landen. Und zu diesem Zeitpunkt müssen wir hier auf dieser Plattform stehen, sonst verschwindet die Plattform ohne uns. Und es ist im Wesentlichen Game Over. Was auch ist, diese Plattform, die produziert doch einiges an Verschmutzung. Das heißt, die Aliens werden ziemlich schnell auf uns zukommen. So.
Wir werden dann auch Kupfer brauchen. Aber zumindest anfänglich nicht gar so viel. Und wenn wir die Forschung anschauen, was brauchen wir hier als erstes? Weil die Aliens kommen, denke ich, sollten wir uns hier mal etwas um die das sicherstellen, dass wir auch überleben. Sprich Munition, Waffen etc. Und natürlich auch die, die Munitionsstärke. Ich glaube, hier in der Mitte haben wir ja eine Kiste mitbekommen. Da sollte etwas Munition drin sein und vielleicht sogar Türme. Ja. Hier kann. Okay. Dann platzieren wir hier nochmals einen Turm. Und einen Mod, den ich drin habe, der befüllt mir die Türme oder die Schmelzen automatisch mit Material, das ich in der Tasche habe. Und gerade wenn man gegen Aliens kämpfen muss und alleine ist, ist das ziemlich praktisch, wenn man den Turm platziert und da gleich schon etwas Munition hat, drin hat, sodass der Turm losschießen kann und nicht gleich von Aliens aufgefressen wird, bevor wir überhaupt Munition reinlegen können. Hierfür. Wahrscheinlich eine Pumpe. Machen wir das möglichst einfach. Ein Labor daneben und dann craften wir mal die ersten 10 Pakete von Hand. Die erste Forschung braucht auch noch 10. Die zweite wird auch nur 10 brauchen. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn ich mich ein bisschen schneller bewegen würde. Aber es ist nun mal so. So.
Und ich muss hier die Zeit ein bisschen im Auge behalten, denn ich muss hier auch alles noch abbauen, bevor wir von dieser Welt gesogen werden und zur nächsten warpen. Ein weiteren Mod, den ich drin habe, und die Liste findet ihr übrigens unten in der Beschreibung, ist Squeak Through. Das erlaubt mir quasi hier zum Beispiel durchzulaufen, oder es hilft auch hier durch den dichten Wald durchzukommen und nicht an allen Bäumen hängen zu bleiben. Vielleicht platzieren wir hier auch auf der Plattform mal einen Ofen, und da können wir dann alles reinlegen, was wir sonst noch haben. Insbesondere wenn wir Öfen abbauen, bevor sie fertig geschmolzen haben. Gut, das sind die nächsten 10. Und dann ist uns hier die Kohle ausgegangen. Was fehlt es? Ah. War schon abgebrochen. Wie kann ich nur? Hier hinten fehlt es schon wieder an Kohle. Die ersten paar Planeten, zu denen wir warpen, die, auf denen wird das ziemlich ähnlich ablaufen wie das hier. Denn es geht vornehmlich mal darum, die Ressourcen zu sammeln und etwas in der Forschung weiterzukommen. Da ist es immer so ein Balanceakt, wie viel Kohle muss ich fördern, wie viel Eisen. Meine, für die roten Fläschchen brauche ich nur Eisen, aber für die grünen, die dann bald auch schon kommen, da werden wir dann auch Kupfer brauchen. Ich denke, vorläufig können wir mal das ganze Kupfer einfach hier reinlegen. Zu funktionieren. Bin etwas verwundert, dass sich bisher noch keine Aliens gezeigt haben, aber vielleicht habe ich die Settings etwas zu einfach gemacht. Okay, dann Automatisierung.
Und wir können uns eine Maschinenpistole bauen. Wenn wir uns etwas Kupfer. Und die Maschinenpistole hat ja eine höhere Schussrate als die Pistole, auch eine höhere Reichweite. Ich nehme an, der Schaden bleibt sich gleich. Aber wir werden die Maschinenpistole verwenden und können normale Pistole hier reinlegen. Gut, ich glaube, ich beginne mal mit dem Abbau von Kupfer. Und die grünen oder roten Punkte, die ihr seht, die kommen auch von einem Modpack. Bottleneck ist eine visuelle Hilfe, um zu sehen, wo stockt es denn. Hier brauchen wir 20, das heißt, sind wir wahrscheinlich schon mal ziemlich beschäftigt. Einfach mit dem Bauen. Oder dem. Ah, doch, hier ein Alien hat sich gezeigt. Lagern wir doch etwas. Das Kohle ein. Dann packen wir diese hier zusammen. Diese hier. Und dann gehen wir runter zu unserer Forschung. Hier werden wir nicht fertig werden. Ist klar. Diese fertig. Und dann haben wir 1 Minute, bis es losgeht. Okay, dieses System hier scheint gut zu funktionieren. Was brauchen wir als nächstes? Ja, wahrscheinlich hier. Das macht Sinn. Und dann haben wir hier zusätzlich diese blau schattierten. Das sind Forschungen, die vom Warptorio Pack kommen. Und die müssen wir durchmachen, damit wir weiterkommen. Beziehungsweise es hat ja auch solche dabei wie diesen hier. Mining-Produktion, damit wir schneller abbauen können. Und
Das ergänzt eigentlich dann die normalen hier Bergbauproduktivität, die wir von Vanille auch schon haben. Einfach ein bisschen mehr. Und mit dem Warp hier weg vom ersten Planeten auf den nächsten sind wir am Ende dieser ersten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr freut euch auf diese Serie. Und ich sehe euch auf dem nächsten Planeten. Bis dann!